Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Fabricius, Sie sprachen von der Wurzel des Übels, das angegangen werden muss. Das teilen wir und wir diskutieren darüber, wie diese. Das geht immer weiter hoch. Wir diskutieren darüber, wie diese Wurzel angegangen werden muss. Was ich aber nicht akzeptieren kann, ist, dass die notwendige Flüchtlingshilfe, die wir auch hier leisten müssen, dem sozusagen entgegengestellt wird, dass gegeneinander ausgespielt wird. Das ist beschämend angesichts dieser Situation. Gegenwärtig ist die Verteidigungsministerin von der Leyen in Erbil, um die Waffenübergabe an die kurdischen Peschmerga zu überwachen. Es ist Ihre Politik, liebe Kollegen von der Bundesregierung, die die Kurden in gute Kurden und schlechte Kurden einteilt. Die Peschmerga werden mit Waffen beliefert. Gleichzeitig gibt es keine Stellungnahme, keine ernsthafte Stellungnahme ihrerseits zu der Situation an der türkisch-syrischen Grenze. Ich würde mir wünschen, dass ein Vertreter der Bundesregierung jetzt auch konkret zu dieser türkisch-syrischen Grenze fährt, um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Wir sprachen von der Wurzel des Übels. Herr Fabricius, die IS, der sogenannte IS, ich mag den Begriff auch nicht, der sogenannte IS ist eine Erscheinungsform des Übels, aber nicht die Wurzel. Die Wurzel liegt in jahrzehntelanger kolonialer und imperialer Politik in dieser Region, in Kriegen, einem Krieg nach dem anderen, im Irakkrieg 1991, im Irakkrieg 2003 mit 100.000 Toten. Und die Kerntruppen der IS rekrutieren sich aus den sogenannten Revolutionsgarden von Saddam Hussein, die aus diesem Krieg hervorgegangen sind. Und sie liegt auch in der Politik, die in den letzten Jahren auch leider vom Westen in Syrien gemacht worden sind. Man war richtig besessen davon, Assad zu stürzen und hat gar nicht mehr hingeschaut, welche Kräfte in Syrien auch unterstützt worden sind, darunter auch dschihadistische Kräfte. Und was die Türkei angeht, es ist ja ein offenes, es wird ja auch in der Türkei selbst offen diskutiert. Ich will ja gar nicht mit dem Zeigefinger daran gehen. Ich zitiere jetzt einfach einen türkischen Journalisten, der schreibt, das Duo Tayyip Erdogan, Ahmet Davutoğlu hat regelrechte Geburtshilfe bei der Geburt des Islamischen Staates und an der gesamten Südgrenze zu unserem Staat geleistet. Und das muss aufhören. Und ich will einfach nur, dass die Bundesregierung klar sagt, das muss aufhören, diese Unterstützung muss aufhören. Wir reden über die Flüchtlinge aus der Region Rojava in Syrien. Das ist eine Region, die in den letzten 3 Jahren sich weitgehend selbstverwaltet hat, in demokratischer Selbstverwaltung, wo ein Versuch gemacht wird, alle Ethnien und Religionen der Region in einem demokratischen Prozess zusammenarbeiten zu lassen. Es ist ein hochspannender Prozess. Für mich ist es einer der Hoffnungsschimmer in der Region. Und ich glaube, dieser Prozess sollte auch anerkannt werden und auch international diskutiert werden, weil er könnte ein Modell sein für ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Ethnien und Religionen in der Region. Und auch da würde ich mir wünschen, dass das klar benannt wird von Seiten der Bundesregierung. Wir hatten vor wenigen Wochen die Situation an dem Berg Schengül, wo Einheiten der syrischen Kurden, der JPEG, zusammen mit der PKK Zehntausenden Jesiden das Leben gerettet haben. Wir haben gleichzeitig in Deutschland die Gesetzeslage gehabt, dass die PKK hier verboten ist, während gleichzeitig zu dem Zeitpunkt noch der Islamische Staat, der sogenannte, erlaubt war. Es gab so absurden Situationen auf Demonstrationen, wo Fahnen des Islamischen Staates erlaubt waren, während die Polizei bei Fahnen der PKK einschreiten muss. Ich glaube, dass diese Politik der Kriminalisierung eines Teils der Kurden aufhören muss. Ich denke, das PKK-Verbot muss überprüft werden und auch die EU-Terrorliste und die Listung der PKK auf der EU-Terrorliste müssen überprüft werden.
Es gibt sehr konkrete Handlungsempfehlungen der Kurden hier in Deutschland, des kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit, was die Situation an der Grenze angeht. Ich glaube, die kann man unterstützen. Es geht um die vollständige Öffnung des Grenzübergangs Mürsit-Bitna für die grenzüberschreitende Nothilfe. Es geht um die Unterbindung der Grenzübertritte für IS-Mitglieder und Dschihadisten, die sich dem IS anschließen wollen. Es geht um die Unterstützung aller kurdischen Gruppen, eben nicht nur bestimmter kurdischer Gruppen. Es geht um die Anerkennung, das habe ich eben gesagt, der demokratisch autonomen Verwaltungen in Rojava. Es geht um die Ausweitung der humanitären Hilfe. Ich unterstütze natürlich auch, dass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen müssen in dieser akuten Situation. Aber einen letzten Punkt will ich auch noch sagen. Meine Kollegin Heike Hensel war am Wochenende da. Ich bitte Sie von der Bundesregierung und von den anderen Fraktionen, fahren Sie bitte an die Grenze und schauen sich die Situation vor Ort an. Nicht alle Informationen, die wir hier bekommen, sind gleich den wirklichen Ereignissen dort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Gabriela Heinrich.